Servus, hier ist Lieblings-Markus. Jetzt machen wir mal eine Sauce Hollandaise Light. Das Rezept ist vom Wunderkessel, schmeckt eigentlich ganz gut. Und natürlich, wer die Fette kennt, schwört auf die Fette, aber die ist gar nicht mal so schlecht. Du brauchst 3 Eigelb, 1 Teelöffel Zitrone, 4 noch ein bisschen über, kann man vielleicht später noch reintun. Halben Teelöffel Salz, halben Teelöffel Pfeffer, und halben Teelöffel Zucker. Dann noch 60 Gramm Butter. Das Ganze jetzt 4 Minuten, 80 Grad, Stufe 4, garen. Oh, und Pickel. Oh, oh, oh. So, jetzt holen wir erst noch hier den Rest runter, dass es in die Soße kommt. Und jetzt gibst du bitte noch 100 Gramm Magerquark rein. Gut. Deckel drauf. Und zum Schluss jetzt nochmal eine Minute. 80 Grad, Stufe 4 garen. So, hier ist die fertige Soße. Das ist schon ein bisschen was geworden für 2 Personen. Reicht es gerade so. Ja, jetzt der Schütt-Test. Für die zweite Runde schon. Also sieht gut aus. Lässt du mir auch noch was drauf drin? Nein. So. Probierst du noch? Wie schmeckt's? Ganz lecker. Okay. Ganz lecker. Keine Bombe, sondern frisch und zitronig und genau richtig für einen warmen Sommerabend. Viel Spaß.